see the sun, feel the day has just begun. Um herauszukriegen, was Dennis Berger in der Nacht von Sarahs Verschwinden wirklich getan hat, fahren Anwalt und Kommissar zu dessen Arbeitsplatz, einer Paintballhalle. Dort hoffen sie, Dennis Kollegen und Zeugen Kai Fellner anzutreffen. Tillmanns, Kripo Berlin. Rechtsanwalt Gödings, sind Sie Kai Fellner? Ja, der bin ich. Schönen guten Tag. Wir sind hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen, wenn das in Ordnung ist. Können Sie mir bestätigen, dass der Dennis Berger vor 3 Tagen hier gearbeitet hat? Ja, das hat er, sogar mit mir zusammen. Okay, und danach ist er nach Hause gegangen, oder wie? Nein, wir sind noch um die Häuser gezogen. Ich glaube, wir waren so bis um 4 oder sowas, da war ich erst im Bette. Okay, und wo waren Sie genau? Welche Clubs, welche Bars, welche Kneipen, wann? Wir sind überall mal drin gewesen, ich weiß es echt gar nicht. Mal hier, mal da. Na, dann denken Sie doch noch mal gründlich darüber nach, wenn ein Kripo-Beamter Sie es fragt. Kann doch nicht so schwer sein. Sehen Sie, das ist für uns schon wichtig, wenn Sie uns sagen können, wann Sie wo gewesen sind. Ich meine, wir würden das gerne vor Ort überprüfen. Wie gesagt, ich kann das Ihnen echt nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass Sie so besoffen waren, dass Sie keinen Schimmer mehr haben, in welchen Kneipen Sie gewesen sind. Nicht mal die ersten, die Sie aufgesucht haben. Das gibt's doch gar nicht. Also, Sie wissen schon, dass, wenn Sie vor Gericht stehen, spätestens dann müssten Sie eine wahrheitsgemäße Aussage machen, ansonsten machen Sie strafbar, ja? Strafbar? Ja, gut, okay. Der Dennis hat mich vorhin angerufen und hat mich darum gebeten, vor Ihnen eben zu sagen, dass ich mit ihm zusammen weg gewesen wäre. Aber so war es halt einfach nicht. Er hat mir sogar Geld geboten, aber ernsthaft strafbar, dann, das ist es mir die Sache echt nicht wert, wirklich. Das wird ja immer besser. Das heißt, der Herr Berger hat hier gar nicht gearbeitet. Doch, der hat hier gearbeitet an dem Tag. Nur dann hat Sarah angerufen und urplötzlich war er weg. Und ich stand dann da an einem Junggesellenabschied und durfte die ganze Arbeit alleine machen. Ich kann Ihnen sagen, ich war stinksauer. Was können Sie mir denn zu dem Verhältnis von Dennis Berger zu Sarah Frenzen erzählen? Naja, das ist halt seine beste Freundin. Aber wenn Sie mich fragen... Ja, wir fragen Sie. Naja, ich bin der Meinung, der ist total verknallt in sie. Und seitdem die Sarah irgendeinen Freund hat, merkt man einfach total diese Eifersucht bei ihm. Und da kommen auch nur noch abfällige Bemerkungen, Ausländerfeindliches hier und da. Naja, er ist ja auch nun mal Türke, aber der ist so eifersüchtig, das merkt man ihm einfach an. Naja, also ich glaube, diese Informationen reichen uns erstmal. Eine Frage habe ich noch, und zwar können Sie sich vorstellen, dass ja, die Sarah weiß, dass ihr bester Freund Gefühle für sie hat. Oh, da kann ich Ihnen echt nicht sagen, da bin ich überfragt. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Okay, danke. Tschüss. Na klar, tschüss. Ja, und wir beide sollten diesem Dennis Berger noch mal einen Besuch abstatten, oder? Nach den Informationen. Spätestens jetzt ist es zu 100% klar, dass Dennis Berger weiß, wo sich Sarah Frenzen aufhält. Stellt sich nur die Frage, ob sie freiwillig mit ihm weg ist oder unfreiwillig. Floristan Gödings sucht Sarah Frenzen, die Freundin seines Mandanten Hakan Kaya. Seit 3 Tagen ist die 17-Jährige verschwunden. Der Anwalt und Kommissar Harry Tillmann sind sich sicher, Sarahs bester Freund Dennis Berger hat etwas damit zu tun. Doch der ist weder telefonisch noch zu Hause zu erreichen. Der scheint irgendwie ausgeflogen zu sein. Ja, davon können wir ausgehen. Ja. Hallo? Was machen Sie denn hier? Ja, das Gleiche können wir Sie auch fragen. Ja, ich bin hier, weil ich hier in der Straße wohne und habe Sie gesehen. Was wollen Sie von Dennis? Wir müssen davon ausgehen, dass Dennis Berger mit dem Verschwinden Ihrer Tochter zu tun hat. Dennis? Das glaube ich nicht. Tja, dafür glauben wir das umso mehr. Wir sind davon überzeugt, dass Herr Kaya nicht der Letzte ist, der die Sarah gesehen hat, sondern dass es vielmehr Dennis Berger ist. Und wir haben Herrn Berger vorhin schon mal vernommen. Und da hat er uns nachweislich angelogen. Dennis, das kann doch nicht sein. Dennis und Sarah... Sie kennen sich, seitdem sie Kinder sind. Sind wie Bruder und Schwester, sie sind zusammen aufgewachsen. Wieso sollte Dennis das tun? Sagen Sie mal, ist Ihnen nie aufgefallen, dass Dennis Berger eventuell Gefühle für Sarah hat? Ja, gestern hat er mir noch gesagt, dass Hakan Sarah so schlecht behandeln würde. Deswegen ging Sarah so schlecht. Sei ich ständig so eifersüchtig, wie die Türken halt so sind, hat Dennis gesagt. Und
dass Hakan ab und zu die Hand ausrutscht. Und das glauben Sie ihm einfach? Ja, was soll ich denn machen? Ich kenne Dennis, seitdem er klein ist. Er ist wie ein Sohn für mich. Warum soll ich Dennis misstrauen? Ja, lieber glauben Sie seinen Geschwätzen, seinen Vorurteilen, ja? Ich habe nichts gegen Ausländer. Worum es mir ging, war Sarah. Es ging mir darum, dass Hakan sie anständig behandelt. Aber ich sehe ein, da muss ich mich bei Hakan entschuldigen. Ganz offensichtlich. Allerdings ist das momentan nicht unser dringendstes Problem. Könnten Sie sich denn vorstellen, wo Herr Berger Ihre Tochter versteckt halten könnte? Nein, ich habe keine Ahnung. Er wird ja nichts angetan haben. Fällt mir auf, ich habe oben so ein Foto gesehen von Herrn Berger und der Sarah. So ein Selfie, wie sie sich fotografiert haben vor so einer Holzhütte. Sagt Ihnen das irgendwie was? Ja, das wird die Gartenlaube sein von Dennis' Eltern. Da haben Sarah und Dennis als Kinder regelmäßig gespielt. Wissen Sie denn, wo die ist? Ja. Können Sie mir die Adresse sagen, bitte? Ja, das ist Buschhausen, Parzelle 14. Alles klar. Dann rufe ich jetzt Verstärkung und werde sofort dahin fahren. Ja, kann ich mitkommen? Und das überlassen Sie mal lieber der Polizei. Richtig, Herr Frenzen. Wir wissen nicht, wie Herr Berger sich verhält. Sollte er tatsächlich da sein und Ihre Tochter in seiner Gewalt haben? Ja. Alles klar. Ich sag dann Bescheid. Alles klar. Lassen Sie noch ein Stück gehen. Ich habe Dennis immer vertraut, weil ich ihn so lange kenne. Er ist wie ein Sohn für mich. Nur wenn ich jetzt drüber nachdenke, schon als Kind, wollte er, dass Sarah nicht mit anderen Kindern spielte. Und ich habe einfach gedacht, das hat keine Bedeutung. Ich hoffe wirklich, dass ich recht habe und dass Sarah die ganze Zeit dort war. Und natürlich, dass die Polizei sie findet. Ansonsten müssen wir mit der Suche ganz von vorne anfangen. Tatsächlich versteckt sich Sarah Frenzen in der Laube der Bergers. Nach dem Streit mit ihrem Freund Hakan wollte sie in Ruhe über ihre Beziehung und ihre Schwangerschaft nachdenken. Mit Kumpel Dennis hat die 17-Jährige daher ihr Verschwinden inszeniert. Sogar ihr Handy hat sie ausgeschaltet, damit niemand sie aufspüren kann. Ich dachte, Dennis hat Papa Bescheid gesagt, dass ich hier sei. Hi. Hey, Dennis. Sag mal, was soll das? Ich dachte, Papa weiß, wo ich bin. Kannst du mir das mal bitte erklären? Gib das mal hin. Nein, lass das. Ich muss jetzt eine SMS an Hakan schreiben und Papa soll auch wissen, wo ich bin. Hör mal zu, du schreibst dem Scheiß-Türken nie wieder eine SMS. Hast du mich verstanden? Mann, du spinnst doch total. Weißt du was? Das denken sowieso alle, dass Hakan dich umgebracht hat. Und deswegen wird er im Knast landen. Was? Gib mir sofort mein Handy zurück. Ich muss Hakan anrufen und mit ihm sprechen. Glaubst du, kannst du mich einfach weiter ausnutzen? Ja? So wie du mich immer ausgenutzt hast, ich habe immer alles für dich getan. Verstehst du das nicht? Ja, das habe ich bis jetzt auch gedacht, aber da habe ich mich wohl ganz schön in dir getäuscht. Wenn sich hier einer getäuscht hat, Fräulein, dann bin ich das. Und zwar habe ich mich in dir getäuscht. Immer habe ich alles für dich getan. Immer. Und was machst du? Lässt dich mit diesem scheiß Türken ein. Hör sofort auf, so über Hakan zu reden. Er ist tausendmal besser als du. Er würde mir sowas garantiert nicht antun. Ich will diesen scheiß Namen Hakan nie wieder hören. Hast du mich verstanden? Du bist doch total krank, wirklich. Was machst du jetzt? Nein, lass mich in Ruhe, du bist krank. Lass mich los. Bist du? Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Hier ist sauber. Hier ist auch sicher. Okay. Harry? Ja? Ist keiner mehr da. Die sind ausgeflogen. Okay. So, was haben wir denn hier? Du hast wie ein Telefon hier auf dem Fußboden. Mädchenmotive? Hm. Könnte der Sarah Frenzen gehören. Puh. Chloroform? Boah, ja. Ah, ja, definitiv. Ich würde mal sagen, wir kippen alles ein. Okay, also ihr sagt den Kollegen Bescheid. Hm? Die sollen den Dennis Berger direkt zur Fahndung ausschreiben. Weit kann er ja noch nicht gekommen sein, okay? Gut, dann immer uns so. Ich glaube, wir haben Dennis Berger wirklich nur knapp verpasst. Ich hoffe, dass die Fahndung nach ihm jetzt wirklich erfolgreich verläuft und wir ihn bald aufgreifen können. Denn wir müssen jetzt wirklich davon ausgehen, dass Sarah Frenzen in wirklich großer Gefahr ist.
Durch den Kommissar ist Floristan Gödings auf dem Laufenden. Mit seinem Mandanten Hakan Kaya wartet der Anwalt auf dem Revier auf das Ergebnis der Fahndung. Und die hat schnell Erfolg. Schon 1,5 Stunden später wird Dennis in einer Bank geschnappt. Allerdings ohne Sarah. Was hast du mit Sarah gemacht, Mann? Wo ist sie? Ganz ruhig. Herr Kaya, ich weiß ja, dass Sie aufgebracht sind, aber das bringt so nichts. Herr Berger wollte gerade sein Konto leerräumen. 15.000 Euro wollte er mitnehmen. Komm, bring ihn rein. 15.000 Euro? Herr Berger, hier hin. Das ist ja mal interessant. Jetzt sagen Sie bloß, Sie wollten sich auf und davon machen, ja? Und zwar zusammen mit der Sarah, nehme ich an. Und ich nehme auch mal an, gegen Ihren Willen. Weil Sie in sie verliebt sind. Natürlich liebe ich sie. Ich liebe sie mehr als jeder andere. Aber das wollte sie ja nicht wahrhaben. Noch nicht. Ja, also ich meine, wenn Sie sie lieben, dann wollen Sie doch auch, dass hier nichts passiert, oder? Ja, natürlich. Ich würde ihr nie was tun. Aber dann hat sie ja vorher mit diesem Hakan da was gehabt. Und irgendwie musste ich ja handeln. Irgendwas musste ich ja machen. Na, und was haben Sie dann getan? Sie in diese Gartenlaube gesperrt? Quatsch. Die war da freiwillig. Sie hat mich irgendwann nachts angerufen, weinend. Und dann dachte ich, dass sie endlich Schluss gemacht hätte mit diesem Vollidioten. Na. Aber dann hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Und dann sind wir halt rausgefahren. Und ich habe ihr versprochen, dass ich ihren Vater anrufe. Ja, was Sie ja offensichtlich nicht getan haben. Warum nicht? Ja, weil es meine Chance war, diesen Vollidioten mal richtig alt aussehen zu lassen. Das heißt, du hast mir ihre Kette, die Kontaktlinse und ihre Haare ins Auto gelegt, oder was? Ja, und ich habe die Jacke in der Nähe der Bar deponiert. Und dann musste ich nur mal Frank gegen dich aufhetzen, aber es war einfach. Ich meine, wenn irgendjemand seiner kleinen Prinzessin irgendwas tun will, dann rastet er doch völlig aus. Also Herr Berg, jetzt mal ganz im Ernst, es ist Ihnen doch klar, dass das auffliegt irgendwann. Nicht, wenn ich ihr klar gemacht hätte, dass niemand mehr was von ihr wissen will, weil sie schwanger ist. Ich meine, wir hätten zusammen abhauen können, uns ein neues Leben aufbauen können. Und irgendwann hätte sie sich auch noch in mich verliebt. Es reicht jetzt, Herr Berger. Wo haben Sie Frau Sarah Frenzen versteckt? Reden Sie jetzt endlich! Du gestörter Psycho, sag uns jetzt, wo sie ist! Ich dachte, zurückbleiben jetzt. Also Herr Berger, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn die Frau Frenzen stirbt, dann haben Sie nicht nur ein Menschenleben auf dem Gewissen, sondern auch das eines ungeborenen Babys. Das wollen Sie nicht wirklich. Dafür geht's lebenslänglich. Wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie keiner haben. Gut, das reicht jetzt. Verlassen Sie bitte den Raum, wir machen ordentliches Verhör. Wir bringen den Mann schon zum Reden. Ich mochte Dennis nie so richtig. Ich hätte aber nie gedacht, dass er so gestört ist. Der Typ ist total unberechenbar. Ich habe so Angst um Sarah und unser Kind. Wenn den beiden etwas passiert, dann drehe ich richtig durch. Doch der Täter bleibt dabei und schweigt weiter. Die Lage wird immer brenzliger, denn allen ist klar, Sarah und ihr ungeborenes Kind schweben in Lebensgefahr. In der Hoffnung auf eine neue Spur hat der Kommissar Sarahs Vater Frank Frenzen aufs Revier bestellt. Ah, Herr Frenzen. Tachchen. Hallo. Und gibt's was Neues von Sarah? Na, setzen Sie sich erstmal. Leider nicht. Herr Berger macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er sagt wirklich keinen Ton. Wissen Sie vielleicht irgendwie einen Ort, wo sie sich aufhalten könnte, wo sie sein könnte? Nein, ich überlege auch die ganze Zeit. Aber mir liegt noch was anderes auf dem Herzen. Hakan, es tut mir leid. Ich weiß, dass ich mich daneben benommen habe. Ich bin zeitweise einfach ein Stück weit durchgedreht. Das tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und mein Vorschlag ist, dass wir beide vielleicht neu anfangen. Also, ich bin der Frank. Ja, klar. Ja. Was war es jetzt nicht mehr wichtig? Wichtig ist nur, dass Sarah endlich wieder gefunden wird und es ihr und dem Baby gut geht. Ich werde echt noch wahnsinnig. Naja, jedenfalls ist davon auszugehen, dass sie nicht weit weg ist. Wenn der Berger 15.000 Euro von der Bank abgeholt hat, dann nehme ich an, um mit ihr zu verschwinden. Ja, obwohl, da kommt mir eigentlich auch gerade ein Gedanke. Also es ist doch relativ wahrscheinlich, dass er irgendwie schnellstmöglich zur Bank gekommen ist. Doch wahrscheinlich mit dem Auto, oder? Das ist sehr wahrscheinlich. Er wird es ziemlich eilig gehabt haben. Und dann ist es doch auch wahrscheinlich, dass er die Sarah nicht alleine in der Laube gelassen hat. Das wäre nicht gut gegangen. Der hätte sie mitnehmen wollen, auf jeden Fall. Und Sarah, würde ich mir vorstellen, kommt nicht freiwillig mit. Das heißt, wahrscheinlich hat er sie betäubt, um sie mitzunehmen, um sie abzutransportieren. Und das geht eigentlich ja nur mit dem Auto. Ganz genau. Also ich glaube tatsächlich, dass der Dennis die wahrscheinlich in den Kofferraum getan hat. Ja? Dann ist er mit dem Auto direkt zur Bank und hat das Auto wahrscheinlich irgendwo in der Nähe der Bank abgestellt. Ja, das ist schon ein guter Gedanke. Wissen Sie denn, was er für ein Auto fährt? Ja, der fährt einen silbernen Ford Fiesta. Okay, danke.
So, wir haben eine U-Haft abgegeben. Alles klar. Wir haben da eine gute neue Spur. Mhm. Ihr müsst noch mal zurück zur Bank. Mhm. Hinterhöfe, Seitenstraßen, ich brauche euch ja nicht zu erklären, wie man ein Auto sucht. Wir brauchen einen silbergrauen Fiesta, ne? Ja. Silbergrauen Ford Fiesta. Findet das Auto bitte dringend, okay? Danke euch. Und ich werde mir noch mal diesen Herrn Berger vorknöpfen. Vielleicht kriege ich aus dem Herrn ja doch noch einen Ton raus. Alles klar, gut. Okay. Bleiben wir so? Ja. Ich darf gar nicht daran denken, dass Sarah vielleicht wirklich in irgendeiner verlassenen Seitenstraße oder einem Hof liegt und von niemandem entdeckt wird. Was, wenn sie keine Luft mehr bekommt oder es im Kofferraum einfach zu heiß wird? Ich hoffe, sie wird ganz schnell wieder gefunden. Aus Eifersucht hat Dennis Berger Sarah Frenzen entführt und im Kofferraum seines Autos eingesperrt. Der Täter wurde geschnappt, doch vom Opfer und dem Wagen fehlt jede Spur. Rechtsanwalt Gödings hat Detektiv Ronny Bauer beauftragt, die Polizei bei der Suche zu unterstützen. Und, wie schaut's aus? Nix. Kein Fiesta, gar nichts. Nee, mir auch nicht. Auch drüben nicht. Mal gucken. Vielleicht hat er ja was gefunden. Wo ist die Zeit, rennt uns weg. Ja. Und, habt ihr noch was gefunden? Nee, leider nicht. Wie sieht's bei dir aus? Gar nichts. Hat so eine Seitenstraße hinten. Nicht. Vielleicht hat er sie auch woanders hingebracht, bevor er das Geld abgeholt hat. Irgendwo muss das Auto ja stehen. Also ich sag mal, wenn ich mich hier so umschaue, ich meine, hier ist absolutes. Vielleicht wurde das Fahrzeug auch umgesetzt. Weißt du was, ich frage einfach mal nach, ne? Ja, ich glaube, mach das mal. Naja, umgesetzt wäre ja eine Möglichkeit, ne? Also, mir fällt jetzt auch sonst nicht mehr so viel ein. Die? Ist auf jeden Fall unsere letzte Chance, sie zu finden. Die ganze Zeit im Kofferraum. Wollen wir es hoffen? Oh Mann, ey. Mal gucken, was die Leitstelle sagt. Wunderbar. Und wie sieht's aus? Volltreffer. Steht auf unserer Verwahrstelle. Okay. Und ich würde sagen, da verlegen wir schnell mal hin, oder? Genau. Ich rufe Tillmann schnell an. Ich rufe die Gödings an. Alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ich habe den Gödings direkt angerufen, damit er zur Verwahrstelle fährt. Wenn Frau Frenzen jetzt wirklich im Kofferraum steckt, dann zählt hier jede Minute. Anwalt Floristan Gödings, sein Mandant Hakan Kaya und die Polizisten fahren so schnell wie möglich zur Pkw-Verwahrstelle. Denn mit jeder Minute, die verstreicht, schwindet die Chance, Sarah Frenzen und ihr ungeborenes Kind lebend zu bergen. Da hinten ist es, glaube ich. Sarah! Sarah! Da ist sie. Seite, bitte. Sie ist dran, sie ist dran. Was machen Sie bitte? Oh Gott sei Dank. Hast du? Setz. Wie geht's dir? Ist alles okay? Okay. Ich dachte schon, mich findet niemand mehr. Frau Frenzen, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie einen Arzt? Nein, schon gut, alles okay. Und das Kleine? Ist mit unserem Baby alles okay? Woher weißt du denn Bescheid? Ich hoffe doch. Dein Vater hat den Schwangerschaftstest gefunden. Warum hast du mir nichts gesagt? Weil ich total Angst hatte vor deiner Reaktion. Ich hatte solche Angst. Ich wusste doch überhaupt gar nicht, ob du zu mir stehst. Und du weißt doch, wie streng Papa ist. Ich wusste gar nicht, wie ich euch beiden das beibringen kann. Hey, klar stehe ich zu dir. Ich liebe dich und ich will eine gemeinsame Zukunft mit dir. Das will ich schon, seitdem ich dich kenne. Du bist die Richtige für mich. Und mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Der akzeptiert das schon. Und wenn nicht, dann schaffen wir das auch alleine, okay? Ja. Sarah! Sarah! Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Das werde ich mir nie verziehen. Das ist doch überhaupt gar nicht deine Schuld, Papa. Doch. Doch. Ich habe Dennis vertraut. Und Hakan nicht. Das war ein Riesenfehler. Das heißt, du hast nichts dagegen, wenn wir zusammen sind? Im Gegenteil. Hakan ist ein feiner Kerl. Und wenn er dich glücklich macht, und das glaube ich, das wird er, dann habt ihr meinen Segen. Danke. Ihr drei. Gut, Frau Frenzen, Sie ruhen sich jetzt aus erstmal, aber wir brauchen dann Ihre Zeugenaussage noch. Na klar. Und ihr geht bitte rein und sagt, dass das Fahrzeug für die Spurensicherung sichergestellt ist. Na klar. Ja, aber klar. Vielen Dank. Alles Gute bitte, für euch. Alles Gute, tschüss. Herr Kaya. Herr Gödings, danke. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Frau Frenzen, machen Sie es gut, erholen Sie sich, ja? Herr Frenzen, nichts für ungut, ne? Nichts für ungut. Nichts für ungut. Ich bin wirklich erleichtert, dass wir Sarah gefunden haben. Und vor Herrn Berger muss sie wirklich keine Angst mehr haben.
denn der wird aller Wahrscheinlichkeit nach in eine psychiatrische Klinik eingewiesen oder kommt für mehrere Jahre ins Gefängnis. Die letzten Stunden waren einfach nur schrecklich und ich hätte wirklich gut darauf verzichten können. Aber es hat auch was Gutes. Sarahs Vater akzeptiert mich jetzt und wir können unsere Beziehung endlich öffentlich machen. Wenn Dennis wüsste, was er mit seiner Aktion geschafft hat. Sarah erholt sich rasch von den Strapazen. Sie und Hakan stehen sich nun näher als je zuvor. Doch auch ihre Familien sollen zusammenrücken. Hakans Eltern haben deshalb Sarahs Vater zu einem deutsch-türkischen Essen eingeladen. Sarah, dein Papa ist da. Ach, hi Papa. Na, hallo was? Sarah. Hallo. Das ist übrigens der Teacher, aber ihr habt euch ja wahrscheinlich schon kennengelernt. Ja, ne? Das schon ist bekannt, ja. Die Mama von Hakan. Und das hier, das ist Azu, das ist die Schwester von Hakan. Hallo, freut mich. Ja, und das ist der Papa, das ist Erol. Ja, wir haben uns ja schon gesehen. Es tut mir leid, dass ich damals so ausgerastet bin. Ich dussel, bring auch noch eine Flasche Wein mit. Sie trinken doch wahrscheinlich überhaupt keinen Wein. Ach was, natürlich trinken wir Wein. Also ich besonders gerne. Und was soll das mit dem Sie? Ich bin Erol. Komm her. Herzlich willkommen. Ach ja, wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Ja, das ist dann wohl das erste Foto von eurem Enkelkind. Ist das süß. Oh, wie toll. Uiuiui. So winzig. Ja. Hier, Papa, schau mal. Oh, wie weit ist es schon jetzt? Im zweiten Monat. Sarah und Hakan beschließen noch an diesem Abend bald zusammenzuziehen. Von den Eltern bekommen sie nicht nur ihren Segen, sondern auch Unterstützung zugesagt. Ihren ehemals besten Freund Dennis Berger hat Sarah nur noch einmal gesehen. Bei der Gerichtsverhandlung. Dort wurde er wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt.